In Genf ist der Hauptsitz der UNO, eine Organisation, die sich für einen Weltfrieden einsetzt. 193 Länder sitzen dabei, unter anderem auch die Schweiz. In dieser Delegation sind auch drei Jugendliche. Eine davon ist Sabine Fankhauser von Basel. Mesch hat sie in Genf an der UNO getroffen und wollte wissen, was denn so interessant ist. Was mich sehr fasziniert ist, das sind 193 Länder, wie man hier sieht. Alle die Fahnen. Und ich glaube, das schafft fast keine andere Organisation, 193 Nationen zusammenzubekommen, zu Versammlungen zusammenzubekommen und zusammen probieren, globale Probleme zu lösen. Im Herbst wird die 20-jährige Schweiz in New York an der Generalversammlung der UNO vertreten und sogar der Eröffnungsrede der Schweiz halten. Also für mich ist das eine grosse Ehre und auch eine grosse Verantwortung, die ich, also, finde ich. Und es bedeutet mir sehr viel, um eigentlich die Stimme der Jugend zu sein in der Schweizer Delegation und dort auch dafür ein Eröffnungsstatement zu machen. Die Arbeit klingt nach viel Aufwand, stellt sich doch gerade die Frage, ob überhaupt noch Zeit für anders bleibt. Das eine schließt ja nicht das andere aus. Ich habe trotzdem noch sehr viel Freizeit, weil Youth Rep ist ein Engagement von etwa 10 Stunden in der Woche im Schnitt. Natürlich dann, wenn ich in New York bin, wird es mehr Zeit, wird es intensiver, aber schon habe ich eigentlich noch viel Zeit auch für Freizeit und für andere Sachen und für die Hobbys, die ich verfolge. Das Gelände der UNO in Genf ist sehr gross. Gut möglich, dass man sich hier mal verläuft. Ja, es ist schon zu schwierig, um sich hier zurechtzufinden. Aber es hat immer noch die Leute, die einem helfen, wenn man etwas sucht oder einen bestimmten Raum sucht. Und jetzt bin ich schon wieder verloren. Da muss ich reinkommen. Wir haben am Schluss den Weg gleich noch herausgefunden und hoffen natürlich, dass Sabine Fankhauser das auch in Zukunft wird.